Hallo von der Smart VarianCon 2015 in Berlin. Ich freue mich sehr, dass Dr. Markus Junginger von Festo Zeit gefunden hat für ein kurzes Interview. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen und uns erzählen, was Sie für einen beruflichen Hintergrund haben? Ja, guten Tag. Mein Name ist Markus Junginger. Ich bin bei Festo zuständig für einen Bereich innerhalb der IT und stellvertretender CIO. Unter anderem beschäftigen wir uns mit dem Thema PLM, worunter auch das Thema Konfiguration fällt. Okay. Und das hat Sie dann auch zur Konferenz geführt? Ja, selbstverständlich. Das Thema Konfiguration ist bei uns ein sehr wichtiges Thema. Wir sind dort in einem Strategieprojekt unterwegs, wo wir die Konfiguration neu ausrichten. Von daher ist es uns besonders wichtig zu lernen, was passiert am Markt, was macht der Wettbewerb, wo gibt es möglicherweise auch Kooperationspartner und Austauschmöglichkeiten. Diese Neuausrichtung ist ja auch Thema von Ihrem Vortrag. Wie sieht denn diese Neuausrichtung aus? Wie sah es vorher aus und was planen Sie? Ja, Festo ist als typischer Komponentenlieferant, würde ich sagen, in der Champions League der Konfiguration auf Komponentenebene. Wir entwickeln uns aber von der Unternehmensstrategie in neue Geschäftsfelder. Wir bauen das Systemgeschäft stark aus. Wir gehen zu sehr in Szenarien, wo wir Configure-to-Order-Prozesse umsetzen wollen, anstatt klassischer Entwicklungsprozesse in der Vergangenheit, Kundenentwicklungen, die ich hier anspreche. Und dort haben wir festgestellt, dass unsere bisherige Konfigurationslösung nicht mehr die Anforderungen erfüllt und wir uns getrieben aus der IT- und Abwicklungsseite sehr schwer tun, die zukünftigen Anforderungen des Unternehmens abzudecken. Okay, und was haben Sie jetzt verändert? Ja, verändert. Wir sind mitten im Veränderungsprozess. Okay. Der große Schritt war natürlich, die bisherige Konfiguration, wie wir das durchgeführt haben, komplett in Frage zu stellen. Das ist ein mutiger Schritt. Ja. Wir haben über 30.000 Produkte mit einer offenen Variantenliste nach oben. Und dort die Frage zu stellen, sind wir noch richtig unterwegs? Brauchen wir ein komplett neues Fahrwerk? Reicht nicht Kosmetik aus? Können wir nicht unsere bestehenden Plattformen weiterentwickeln? Das war der große Schritt. Wir haben uns dazu entschieden, haben das sehr genau untersucht und konnten letztendlich dann auch durch ein Strategieprojekt die notwendige Finanzierung sicherstellen, dass wir jetzt über mehrere Jahre unsere neuen Geschäftsfelder mit einer neuen Plattform unterstützen, aber auch unser bestehendes Geschäft umziehen werden auf diese neue Plattform. Wo sehen Sie denn speziell in Ihrer Branche jetzt Herausforderungen beim PLM? Ja, die Herausforderungen sind einerseits auf der Kundenseite. Der Kunde verlangt natürlich nach sehr innovativen Lösungen. Mhm. Gleichzeitig steigt aber auch auf dieser Seite das Kostenbewusstsein. Das heißt, wir müssen es schaffen, sowohl den Innovationsbedarf der Kunden zu befriedigen, als auch dann letztendlich auf der Umsetzungs-, auf der Produktionsseite es zu schaffen, möglichst effizient unsere Wertschöpfungsstrukturen zu nutzen, und letztendlich nicht in Individualentwicklungen für einzelne Kunden zu verfallen, wo wir die Chance haben, in Baukasten und modularen Prozessen und Lösungen zu arbeiten. Und was sind das bei Festo speziell Größen und Komponenten, die die Komplexitätskosten bestimmen? Ja, Komplexitätskosten sind natürlich einmal im Systemgeschäft getrieben durch Kundenanforderungen. Das heißt, wenn ich für jede Kundenanforderung genau eine Lösung schaffe, dann sind das natürlich sehr hohe Komplexitätskosten. Ich kriege das letztendlich auch nicht mehr wirtschaftlich abgewickelt. Andererseits muss man auch den Blick in unser bestehendes Produktprogramm werfen, wo wir einfach über Jahrzehnte hinweg sehr viele Varianten entwickelt haben, verschiedene Produktfamilien auch zum Teil unabhängig voneinander entwickelt haben, wo wir jetzt feststellen, dass wir durch eine Modularisierung der Produkte auch eine starke Vereinfachung sowohl von der Entwicklungs- als auch Produktionsseite hinbekommen, als denn auch gleichzeitig hinsichtlich Kunden nachher in einer kürzeren oder besseren Reaktionszeit und einem besseren Pricing auftreten können. Okay. Was haben Sie denn bisher auch bei der Konferenz schon mitgenommen für Ihre Arbeit? Ja, die Konferenz war sehr spannend. Es ist natürlich auch ein sehr breites Umfeld. Ja. Vertreter der IT-Fraktion hier, wir haben Vertreter aus dem Entwicklungsbereich hier. Ich denke, es ist sehr interessant, dass es interdisziplinär ist. So bekommt man aus allen Fraktionen einen tollen Input. Persönlich hat mich jetzt der Vortrag von Bosch Rexroth interessiert. Die
möglicherweise schon genau einen Schritt weiter sind als wir im Bereich User Interface Design, wo bei uns gerade die Fragestellung ist, wie gestalten wir denn ein attraktives User Interface für die neuen Konfiguratoren? Und welche Erwartungen haben Sie jetzt noch? Ja, ich habe natürlich die Erwartung, dass ich noch den Austausch sowohl mit anderen Unternehmen als auch mit Lieferanten pflegen kann, dass ich noch einige Impulse bekomme, um letztendlich auch meine Arbeit mit neuen Ideen voranschreiten lassen zu können. Okay, dabei wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns dann auch im nächsten Jahr hier wieder. Herzlichen Dank, gerne.